Hallo allerseits, zum Thema relative Position. Ich werde jetzt diesen Text an diesen Punkt A positionieren. Dazu Rechtsklick drauf, Eigenschaften, Position und hier wähle ich den Punkt A aus. Fenster schließen und fertig. Machen wir dasselbe für diesen Text und den Punkt B. Rechtsklick auf den Text, Eigenschaften, Position, Punkt aussuchen und hier ist es der Punkt B. Fenster schließen. Wir sehen, dass dieser Text jetzt am Punkt B angeheftet ist. Man kann ihn zwar noch bewegen, aber nicht mehr so weit weg von diesem Punkt B. Und dieser Text ist jetzt an diesem Punkt A angeheftet. Jetzt blenden wir den Punkt A aus, Objekt anzeigen, dasselbe für B, Objekt anzeigen. Und jetzt animieren wir unsere Zeichnung und wir sehen, dass beide Formeln in dieser Animation schön mitfahren. Als passende Aufgabe dazu schlage ich vor, die folgende Präsentation vorzubereiten. Schaut! Ich wünsche viel Vergnügen.